So, da sind wir im Zockerzone-Spiel. Geht los! Resident Evil 4. Wir haben gerade nochmal die Butterfly nachgeladen. Ich messer den. Gut. Das hatten wir lange nicht mehr, ne? Ja. Oh, ich messer ihn doch nicht. So. Ja, hast du deine Ankündigung, aber kannst du überhaupt begrüßen? Richtig. Das war gerade zu stressig. Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Das ist doch unser Controller. Ja, es ist immer noch die Session vom 23.12. natürlich. Wie gesagt, wollen wir es jetzt beenden. Das will ich jetzt hier Vollmesser. Wie das erste Mal. Wie das erste Level. Ja, wir haben nämlich gerade ja erschreckend festgestellt, dass langsam leert sich das Inventar, weil wir recht großzügig sind. Ja, wir haben das so ein bisschen laissez-faire. Sind wir wieder. Wir sind durchgegangen. Durch die. Aber ist auch gar kein Thema. Oh. Ja. Wir haben ja wahrlich genug gehabt und es ist ja auch immer noch wahrlich genug im Inventar. Hoffentlich wird abgeworfen. Obwohl, ich glaube, da sprechen wir, gehen wir beide konform. Alleine hatten wir, glaube ich, noch nie so ein leeres Inventar, oder? Wenn du alleine gespielt hast... So leer ist es doch gar nicht, schau mal. Ich hatte es noch nie, also wenn ich allein gespielt habe, dass ich mehr als zwei Plätze frei habe. Ich habe noch nie so drauf geachtet. Ich denke da, und da werde ich abgeschossen. Schön. Nee, das weiß ich nämlich so genau, weil ich mich quasi bei jeder zweiten Loot immer geärgert habe. Oh, scheiße. Schon wieder voll. Ich verstehe. Der hat Dynamit, schau mal, schaff ich den? Oh, nee, er macht das. Sehr gut. Muss ich da vielleicht hinziehen? Nee, das ist so ein bisschen, wo er gerade ist. Kurz erschrocken. Aber da kann man noch gar nicht weiter wahrscheinlich, ne? Blaue Loot holen, Vince? War die auch Loot? Nein, da war keiner drin. Okay. Ja. Das ist rum. Oben auch noch was, okay. Das finde ich aber so cool, dass er sich da um die Haupt oder um die breite Masse der Gegner kümmert. Ist das denn so? Ist das denn wirklich so? Du vertraust viel zu sehr auf diesen Helikopter, Heidi. Was, gehen wir da rüber? Ja. Hui. Was ist denn da los? Da kommen wir noch gar nicht hin, ne? Doch, da kann man unten abgehen. Was ist hier drüben? Mach das, da hin. Er trifft mich doch. Der Sack. Die Sackmale. Ja, dann gehen wir erstmal da runter. Was? Schießt der auf uns schon wieder, ne? Will uns nur einen Schrecken einjagen. Das ist ein cooler Typ. Das ist ein cooler Typ, Alter. Das ist ein cooler Typ, Mann. Ich hab Red gesehen. Letztens. Und? Ach, diese Fickmöse, ey. Jetzt sag ich es mal nochmal so. Das ist doch ein Bitch-Ass-Bitch, ey. Willst du was nehmen? Ja, was bleibt mir denn anders fucking übrig, Mann? Bitch-Ass. Triple Green? Vielleicht Triple, oder was? Ja. Triple Burger? Kahuna Burger? Das ist ein wirklich guter Burger. Da soll er sich mal da oben und sehen. Schön. Okay. Hast du super gemacht. Dankeschön, weil er hat sich gerade so zusammen. Das war nicht der da oben. Jetzt abwarten. So. Wow! Da war ein super Schuss. Das war mir zu knapp. Ich hab nicht dran geglaubt, dass der. Ne, danke, dass du es nicht geäußert hast. Da brauchst du gar nicht so rumzutanzen. Ist auch gut. Aber wie kommt's, dass der ja diesmal nicht durchschlagen hat? Weil der wäre gut auf Kopfhöhe gewesen. Ich glaube, ich hab durchschlagen. Ja, aber der Kopf war da, hat gewuppt. Da war Kopf, ich war nicht auf der. Rechts war nichts mehr, ne? Vorhin, das hier total kirre macht mit dem Geballer von ihm, weil man nicht abschätzen kann. Du hast völlig recht, das nervt mich völlig. Weil man hat immer Stress, ne? Ob das jetzt Friendly Fire ist oder nicht. Das Geballere hört man die ganze Zeit. Ja, wo gehen wir lang? Gehen erstmal wir hinten rum oder gehen wir... Ich komme nach Pool, da kommt er schon. Hier durch geht's nämlich final weiter. Wenn da so schön steht, dann schnapp ich mir doch. Ja, das Ding ist da. Ein bisschen geizig, ne? Ja, das ist... Wir merken aber, dass wir zu skillmäßig am Start sind. Zwei Granatsries. Ja, Mann, deswegen droppen sie auch... Erste Hilfesprache, ich sehe es. Warte mal, hier gehst du gleich ab, hier drin. Ja, hier ist ein bisschen Beef drin, ja. Und zwar fragen wir nach Sonnenschein. Messers. Okay. Lass den Weg.
Dabei macht dich jetzt nicht kaputt, oder? Du musst doch offen rein. Nein, der tötet dich nicht. Er schreit die ganze Zeit, geh aus dem Weg! Das geh aus dem Weg! Ja, schau mal, was da los ist. Warte, jetzt ist auch die Tür offen, warte mal. Ja, siehst du mal, Hoffi. Ja. Da habe ich wieder muss ich das Messer einmal nicht einmal weniger nachschärfen. Genau, und den Schalter. Ja, genau. Und dann geht die Party. Ketten sie ihn oder nicht? In dem G-Heiligen. Ja, da ist noch ein neuer G-Heiligen. Hinten rum kommt man hoch. Genau, da war noch, glaube ich, noch ein oder zwei normale Gegner oben. Oder vielleicht durch die Explosion jetzt unten, ja? Ja, doch, da ist einer. Ein Elektro-Heiligen. Ja, dann bring ihn doch auch mal um, ey! Mann, und rechts ist frei. Ja. Ja, ist nicht noch boxen können, ne? Gestern lief ja tatsächlich wieder eine Glotze Starship Troopers und es ist ein herrliches Thema, wo wir schon mal im Thema schneiden. Ja. Im Geilsten finde ich die Stelle, wo sie da rumlaufen und irgendwann kommt da ein von diesen Flugviechern an und schnappt sich einen von den No-Name-Statisten. Ist es dann nicht da, wo er schon befördert wird, deswegen? Ja, genau. Dadurch steigt er ja mal wieder auf. Ja. Und das ist Rico, so geil. Ne? Rico, genau. Mhm. Und das ist auch ein cooler Stein, keine Frage. Und wenn er ja weggebracht, von einem Fernsehen sieht man halt nur, wie der Sergeant oder was auch immer das ist, Admiral oder was auch immer er ist, sich das Sniper von so einem anderen Statisten schnappt. Und ihn umbringt, ne? Ja, genau. Das wäre die reguläre Version. Ja, dann. Damit er nicht leidet. Genau. Einfach einen Kopf schießt. Das Ganze beendet. Und das dann wirklich, er nimmt das Gewehr, man sieht, wie er das Gewehr ansetzt. Schnitt. und dann direkt nächste Szene ist, wie er das Gewehr wieder ablegt und also richtig übel. Und sogar auch mittendrin im Ton, das hat man ja auch. Manchmal machen sie es ja irgendwas noch so, dass es einem vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, aber da ist dann sogar, wenn der Soundfeil drüber unterbrochen wird, dann... Das ist unprofessionell. Haben sie dann die Handszene gezeigt? Ach, er trifft mich, weil er Millimeter... Ach komm, es reicht aber langsam hier! Mann, ey, das ist kein guter Tag bis heute. Heute läuft es wirklich nicht gut. Dr. Penis! Ja. So, haben sie die Handszene gezeigt, ne? Wo der eine cool, ganz cool sagt, so, was soll ich denn hier Hand-to-Hand-Combat lernen, wenn ich doch einfach nur einen Knopf drücken muss, um eine Atombombe auszulösen oder was? Und dann liegt er auf, ne? Hand an die Wand legen. Ja. Die Stelle. Kam wie vor? Kann ich dir nicht sagen, weil ich ihn, halbherzig verfolgt habe. Ja, ich verstehe. Unter dem Gesichtspunkt, dass das Beste rausgeschnitten ist. Genau. Und der Film lebt halt von der Brutalität. Von der völlig überzogenen Brutalität, die deswegen ja auch... Wobei wir halt eine... Zwei Schuss mit unserer Megawaffe. Wir können alle gar nichts, ey. Hinter dir lag noch was, ne? Gewehr nachzuladen. Was hältst du denn davon? Ich meine, wir könnten natürlich auch wieder ausrüsten, aber ich würde es gerne benutzen. Wir haben nur drei Schuss drin. Ja, ich weiß. Ich weiß, Hoffi, ich weiß. Komme ich damit zu ihm? Lad nach und benutze es. Kann ich die Luft in der Luft nehmen? Nein. Action Grab. 15.000. Und wenn Graz geht, werde ich gleich mal benutzen. So, ja. Ich finde das Gewehr so geil. Die Splatter-Action. Nachladen mit A. Da haben wir doch bestimmt irgendwas verpasst. Ja, ich werde das Gefühl hier, wenn ich einen Abschnitt. Alleine weiß ja, da hat man hier Ruhe, rennt man noch dreimal zurück, rennt man noch dreimal rum. Ja, aber das Gefühl. Ich renne da jetzt noch nicht links, ich guck jetzt nur mal kurz, damit du von der Action ja auch was bekommst, weil Hobby war vorhin auch ganz traurig. Was ist hier los? Wer schießt da? Ich glaube schon im neuen Areal. Ah, okay, das sind ja die hier unten sind wir. Hier unten ist am besten. Ach, ja, der war das dann. Ja. Nee, das soll erstmal schießen. Und da unten ist irgendwie auch was. Oh ja, das wollen wir doch nehmen. Ist da noch einer? Oder ist da noch ein Zelt an einem Schlafen vielleicht? Nur ein Fassschneider. Entschuldigung. Das erinnert mich gerade an die Szene von Las Vegas, von Fallout Vegas, weißt du, wo man gegen die, Legionäre kämpft, und da hast du diese eine Stelle auch gehabt, wo sie dann einfach nicht reagiert haben. Die liegen da im Bett und man knallt wo sie. Wo sie bei mir sogar so übelst bei mir war, Alter. Die halbe Armee schießt man über den Haufen. Und dann so. Und die liegen da am Feld. Der erste vielleicht mal irgendwann auf. Ja, wie gesagt, bei mir sind sie gar nicht aufgewacht, ne? Also ja, vielleicht waren die ja schon tot. Nee, waren sie ja nicht. Ach komm.
du willst dem Spiegel aber keine Chance geben. Und dann, die Geiseln, die ich da ums Lagerfeuer befreit habe, die sind weggerannt. Und dann kam da ja noch die halbe Legion, ich habe die alle weggepustelt und die Schläfer mittlerweile auch. Und dann kamen nach einer Zeit die Geiseln ja wieder. Ja. Und haben sich wieder um das Lagerfeuer rumgekniet. Das war ja noch das Geilste. Das machen die aber. Weil die rennen ja zuerst weg. Und man muss die aber anklicken, damit das Quest fertig wird. Ja, das war aber schon. Wie gesagt, die angeklickt okay. Und dann sind sie wirklich weggerannt. Questmäßig und dann kamen sie einfach nach 5 Minuten wieder. Okay, wir machen das. Die springen jetzt hier. Hier können wir sie gut choken. Was ist hier los? Ja, der Helikopter ist auch noch dabei. Ja, und irgendeiner mit einer Gatling da drüben. Genau. Und ab und zu kommt er dann ganz gerne von hinten. Gut. Gesessen, ne? Ja. Sind das schon zwei? Ja. Ach, vielleicht warten wir nochmal, wohl. Oh, oh. Sieht echt aus, der Wichser. Ach was! Hast du das gesehen? MG? Mich gleich umgebracht. Nein. Wo war jetzt hier der Rücksatzpunkt? Ja, ich denke mal beim Tor, Gate, ne? Genau. Tor heißt Gate auf Deutsch? Okay. Ja. Ein bisschen abgespeichert. Das ist gut, wenn die Englischen weiter schneller sind als die Deutschen. Das ist zum einen nicht so schlecht, aber zum anderen auch nicht so toll. So. Ja, aber kein Held verloren eigentlich. Ja. Nur Zeit. Genau. Ja, lass mich in Ruhe. Danke. Kann da jetzt auch Ruhe. Man, alle Gatling, dass die da beide hinkommen. Das hat mich gewundert gerade. Was macht das? Beide, ich hatte einen Gatling weg oder wurde das neu besetzt? Nee, ich glaube, weil er ja wirklich so weit draußen stand, das hätte ich gar nicht andere erwischt. Das war jetzt so drin. Hier gerade links. Ui, ja, ja, Bumba. Mhm. Das ist ganz schön reagieren. Bam! Von Mitte. Gut. Der zweite Schuss. Ich hasse dieses dauernde MG-Zischen. Guckt man auch mal nach hinten. Also die Leiter. So, die machst du. Hm. Also die Pistole bringt ja auch einfach nichts mehr. Nee. Dafür kommen einfach zu viele. Also wenn jetzt 10 gekommen wären, hätte ich auch was anderes genommen. Aber wenn da ein Einzelner kommt... Ich finde die einfach geil, die Pistole. Ja, bringt auch Spaß, deswegen. Weil man da wirklich das billigste Gefühl bei hat. Weil sie... Ja, genau, das sieht halt oldschool aus, ne, und dann alles rum und dran. Jetzt kommen sie aber an. Ich benutze trotzdem! Ja, geh in die Knie, Bitch. Ja, aber den kriegt man so nicht tot. Ins Herz, komm. Ja! Da ist er tot! Sag's dir. So, wo ist er denn? Hat er was fallen lassen? Ist denn das Dreigewehr oder was? Sind das drei MGs? Magst du mal umdrehen? Ja. Sind das wirklich drei MGs, oder? Aber das hat gerade geschossen. Ich habe keine Schussanimation gesehen von dem Chamber. Oh Mann, ey, die braucht ewig, bis sie schießt, ey. Das ist der Hammer. Ach ja. Das war vorher schon zu knapp. So. Oh, nee. Verwende. Mann, wieso werden wir dann da mit gelben Würzen geschossen? Und Ashley werden wir ja nie wieder haben, ne? Dankeschön. Ah, unten ist noch eins. Ich wusste es doch. Ich weiß nicht. Wieder abschauen. War mehr. Ich weiß nicht. Es nervt mich, dass ich jetzt hier feststehe. Ich kann bei der nächsten Möglichkeit renne ich rüber. Okay. Da war, glaube ich, schockiert, dass auf einmal die Pampe explodiert. Pumpgun? Hat. Scheiße. Oh. Das war doch der Trottel mit dem Lightning. Mit der Red 9. Mit dem Rifle vorhin und der Red 9, genau. Der was kann rein? Jetzt renn ich! Gib mir den! Gib mir den Buch! Oh, ich war knapper, als ich es antizipiert hatte. Ja, leeres Fass, Mann. Bitte, ne? Da drüben ist einer! Die haben das wieder besetzt! Schau mal. Die Schwanzlurche! Oh, oh. Nee. Doch. Gut. Oder der stand dahinter, glaube ich, in dem Raum. Das mag auch sein. Das aber spielt zu Ende. Ach, darf ich? Ja, ich will. Da willst du mich doch wieder das Failen sehen. Mitten in der Action einsteigen. Ich mach das mal taktisch, schau mal. Wir haben ja so viele von diesen Gaylord-Granaten. Ich warte den nächsten Zyklus, warte ich ab.
Und dann schmeiße ich eine Granate und fehle. Das wird sowas, was? Das war er doch. Niemals. Das ist aber auch wirklich scheiße nachvollziehbar, wo der jetzt hin. Ach komm, ach nö. Oh, oh, oh. Booyah! Und die Pumpen und das Pistölchen. Come on. Die Lady Gun. Ja, das hätte er mal, wie gesagt, früher machen können. Ja, ja, ich will den Satz schon gar nicht mehr zu Ende führen. Das ist echt. Also unsere heutige Aufnahmesitzung geht mir richtig auf den Sack. Ja, Hoffi will vorhin einfach nur Resident Evil spielen. Was passiert? Schießstand. Ja, was ist los, Typ? Ach, ein Granatenhain, ja, das ist natürlich nicht so toll. Geht ja nicht. Ja, an der Hüfte ist sie unzerstörbar. Aber dafür ist er durch einen Arschschuss gestorben. Das ist auch ziemlich peinlich. Kommst du in den Himmel oder in die Hölle? Wie bist du gestorben, wenn du in den Arsch geschossen? Trottel. Oh. Pumpe? Nee, du kennst mich. Ja, Mann. Pistole! So. Ja. Gut. Oder habe ich was gehört und ich drehe mich wieder langsam und Oder oben liegt was. Rotes. Mhm. Ja gut, aber wir kommen ja. Da schießt es und da sind kaum noch Gegner und der ballert immer noch voll. Ja, so, oh, eine total hohle Stelle ist es. Nerv. Ja. Wir sind voll die nervigen Typen geworden, hoffe ich. Wir müssen wieder ein bisschen positiver sein. Ja, ein bisschen die Freude wieder, aber das ja, ist Mann. Halt einfach. Gerade wir haben aber auch einen tollen Einstieg einfach gehabt. Das ist Fakt. So. Ja, aber wir lassen uns an lustige Sachen denken. Ja, und wir kommen ja durch, so ist es nicht, aber. Wieso? Ist schon wieder vorbei mit der Stunde Freude. Wieso kann ich hier nicht runterspringen, verdammte Axt? Herunter! Ja, aber das will nach vorne, soll das auch gehen, Mann. Das ist voll die miese, Peter. Was ist das, ein Ei oder ein Spray? Was sagst du? Spray. Wenn ich noch länger warte, ist es weg. Aha! Natürlich ist es Spray. Das ist ein Ei! Nein. Aber so wie du weggeballert hast, weil es immer. Ein goldenes. Ja. Ey, wir müssen nochmal da hoch, ne? Mhm. Ja, Alter, mach uns doch nicht kirre, ja, Alter! Hier, ja. Wir da haben wir so eine Weihnachtsstimmung. Oh, du Heilige. Nein, ich komme lieber nicht dran. Der ist mit Odo fröhlich an. Alles blüht im Winter. Ja, du kennst das nicht? Nee, ich kenn das gibt's auch gar nicht. Es schneit, kommt alle aus ich dem bin Haus. Ach so. Die Welt, die Wiege wurde laut. Ah. Ja. Schön, ne? Ich verstehe. Das habe ich immer mit Florian auf Arbeit gesagt. Oh. Florian? Ja, Florian. Welcher Flo? Flo Tina Flo? Nee, den kennst du gar nicht. Der war auch nur ganze 4 Wochen. Der war bestimmt nicht cool. Der war zu cool für den Laden. Er war zu cool für unseren Laden? Ja. Der hier nicht genannt werden will? Ja. Kennt auch keiner. McDonald's. Nein, nein. Eine kleine Stufe drüber, würde ich sagen. Also um Gottes Willen, also wir wollen jetzt hier keine McDonalds-Mitarbeiter dissen, das mag alles schon gut nein, sein. Natürlich, aber sagen wir mal, nicht der Job, den man als 5-Jähriger auf seinem oder als 10-Jähriger in der Schule, wenn man fragt, was willst du später werden? McDonalds! Ich will die Fritteuse bei McDonalds bedienen! Oh! Party, man! Aber du rennst auch jetzt immer weiter. Jetzt kannst du gar keinen Stopp machen. Mach mal Pause. Der Timer schon vor Ewigkeiten wieder. Ach so, scheiße. Mega XX-Super-Folge. Ja, das ist meine Stelle, hoffe ich. Ach, da sind ja eh alle tot. Ja, da bleibt nicht mehr. Aber das ist vom Ausmaß sah das eher auch gerade wie Dead Rising. Ja. Nicht. Oh, cool. Bullet time. Crazy action. Oh, Comic Relief. Oh, sag schon mal Schuss. Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Was willst du mir sagen, Mofi? Fick da an! Ja, dann nicht reagiert der Heli-Mann. Hätte ich was drücken können? Nee, hätte der Heli-Mann 1 von 3 gedrückt, wäre er zur Seite gesprengt. Wie ist das denn? Bin ich aber stinksauer hier auf Settler, ne? Oder nicht auf das Spiel, oder? Nee, auf Settler hier, ne? Settler. Mit dem wurden wir in der Bar ein Trinken. Also, die Alkohol, das weiß ich eigentlich mal nochmal an den Leon.
sorry, Leon. Sadler, you bastard. It's nothing to get Tier. You bastard. Ja. Don't tell me you've never squatted. Ich überreiche dir schon mal zeremoniell das Gamepad. Jo. What did you say? Insects life doesn't compare to human. Du kannst nicht fliegen mit Menschen. Das ist so ein Homo, der Typ. Leon, Alter. Lass dir mal einen Sack wachsen, ey. Das gibt's doch nicht mehr, ey. Das ist ja hier schon. Oh, mach mal Pause! Ja, du hast das Gamepad doch in der Hand, Hoffi! Oder auch nicht! Oder auch nicht! Ja, dann würde ich sagen, nach 40 Minuten oder was es jetzt waren hier, 30, 20, 25, dann machen wir es nicht länger, als es sein muss. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ja, und wir sehen uns wieder, wenn Firefighter Tone spielt Resident Evil 4. Bis dann! Tschüss! Tschüssing!